Guten Morgen, meine lieben Freunde. Heute ist Sonntag, der 16. Oktober 2022. Und ich starte die heutige Etappe meines Münchner Jakobsweges. Und zwar laufe ich heute von Diessen über Westerbrunn nach Hohenpeißenberg. Zu diesem Behufe bin ich zum Parkplatz des Bahnhofs in Stegen gefahren mit dem Auto und starte jetzt von hier los und laufe dann erstmal zum Marienmünster. Ja, jetzt sehe ich hier auch schon meinen ersten Wegweiser Richtung Westerbrunn und ich sehe schon die erste Jakobsmuschel, allerdings auf den Radpilgerweg. Na, ich schau mal, was ich sehe. Und dann hier geht es dann in die Richtung, weiter Richtung Marienmünster. Hier fließt ein kleiner Bach durch Diessen. Welcome to London. Diese rote Telefonzelle. Zur Info in Deutschland, zum einen, es gibt keine Telefonzellen mehr und wenn, dann waren die mal gelb. Und das hier ist jetzt eine Bücherbox geworden. Highly interesting. So, wie man sieht, laufe ich jetzt in der Mühlstraße. Und die Wegweiser, die man hier sieht mit dem blauen K, stehen für den König-Ludwig-Weg. Und der König-Ludwig-Weg, der ist auch für mich quasi gut. Da ist der deckt sich der Jakobsweg dann auch damit. Und ich laufe jetzt hier weiter dann. Und dann filme ich mal eines von diesen wunderschönen bemalten Häusern hier. In Diessen. Und dann laufe ich weiter Richtung Marienmünster, den Berg hinauf. Vor der Pizzeria La Gondola gibt es einen Wegweiser Richtung Windermere, 749 Meilen, und da steht noch ein Schild dabei, dass das 1206 Kilometer sind. Aha, jetzt bimmelt hier wohl die Kirchenglocke, 9 Uhr, 9 o'clock a.m. An diesem Haus sieht man ein Bild, das der heiligen Mechthild geweiht ist. Die heilige Mechthild war ja eine Grafentochter der Grafen von Andechs und Diessen und wurde dann im Kloster aufgezogen, wurde dann Klosterfrau und war sehr fromm, wurde dann als in einem Nonnenkloster als neue Chefin geschickt, um da mal die Ordnung wiederherzustellen. Und sie wird eine als Heilige, ist sie für gutes Wetter gut. Also wenn es gewittert oder so, kann man die heilige Mechthild anrufen. So, und jetzt gehe ich mal weiter Richtung Marienmünster. Und diese Straße ist auch wieder wunderschön. Ah ja, da hinten sieht man schon den Turm des Marienmünsters. Jetzt befinde ich mich kurz vor dem Marienmünster. Und als ich das letzte Mal hier gefilmt hatte, hatte ich hier nur das Smartphone. Und jetzt schaue ich hier mit der GoPro drauf. So. Nach oben kann man mal ein bisschen nach oben schwenken. Okay, dann gehe ich mal rüber. Vor dem Münster steht ja eine Bank. So, jetzt stehe ich wieder vor dem Marienmünster in Diessen und schwenke mal so ein bisschen nach oben. Eine große Kirche. Mit dem Wetter habe ich heute Glück. Oh, da gibt es einen Regenbogen über der Kirche. Da schau her.
ein Zeichen. Im Marienmünster gibt es auch eine Pilgerstelle für meinen Pilgerpass. Und ich habe mir heute jetzt schon den ersten Stempel geholt. Im Marienmünster stehe ich jetzt hier am Eingang. Und hier links sieht man dann das Hauptschiff der Kirche. Video hatte ich ja auch schon bemerkt, dass hier an den Bänken jeweils die Statuen oder Schutzheiligen der Zunft sind. Beim heiligen Jakobus oder bis über den Schneidern steht ein Pilger. Genau, und jetzt gehen wir da ein bisschen hin. Ah ja, okay, also wir sehen hier, also das ist jetzt nicht der heilige Jakobus, sondern das ist der heilige Rochus, der Pestheilige, der auch als Pilger gewandelt ist, aber sein Bein zeigt mit seiner Pestwunde. Der heilige Rochus. Genau, hier sieht man noch den Altar. Schön bemalt ist. Jetzt schwenke ich mal von hier nach hinten. Zeigt man auch das hintere Schiff der Orgel. Kleiner Schwenk wieder nach oben. Vor dem Marienmünster steht ein Brunnen mit einer Jakobusfigur. Das habe ich gestern auch erst im Internet entdeckt. Das letzte Mal, als ich hier war, ist mir das auch komplett entgangen. Ja, und jetzt geht's weiter. Und ich muss mich wohl nach links wenden. Und dem König Ludwig folgen. Das sind ja auch die Pilgermuscheln. Und ein Wegweiser. Und natürlich die Jakobsmuscheln. Impressionen vom Weg. Kleiner Bach. Und ein wunderschöner Weg. Bach mit Pilgerschatten. Und da geht's weiter. Also heute habe ich echt Glück gehabt mit dem Wetter. Auf einer kleinen Brücke entdecke ich hier einen sogenannten Brückenheiligen. Und der Brückenheilige, der Beschützer der Brücken im katholischen Glauben, ist so der heilige Nepomuk. Den sieht man hier auch abgebildet als Statue. Und es geht weiter. Und jetzt öffnet sich mir schon ein Panorama mit dem Ausblick auf die Alpen im Hintergrund. Eine Kuhweide im bayerischen Oberland. Das da vor uns ist ein Wasserspender für die Kühe, dass sie selber Wasser holen können. Hier sind wir einige Milchkühe auf der Weide mit Kälbern.
da rechts stehen drei Kälber. Und ich gehe jetzt weiter den Weg dahinter. Ich habe hier ein wunderschönes Panorama. Vor einem Brennnesselgebüsch erhebt sich ein Haus, oder hinter dem Brennnesselgebüsch. Und da ist ganz viel Brennholz aufgestapelt. Das altbekannte bayerische Holz vor der Hütte. So, jetzt geht es hier weiter auf einem Waldlehrpfad. Vor mir läuft schon ein anderer Pilger. Ein paar Radpilger habe ich auch schon gesehen. Okay, dann geht's mal weiter. Auf dem Waldlehrpfad bin ich jetzt an der Kreuzung angekommen. Und jetzt geht es da lang weiter. Die nächste Wegkreuzung sagt mir, dass ich jetzt nach rechts muss. An der Wurzel dieses Baumes sieht man eine Pilzschule, ganz viele Pilze. Die scheinen wohl mit dem Baum in Symbiose zu leben und jetzt sorgen sie für Nachwuchs. Da hinten geht's weiter. Hier befinde ich mich jetzt an dem sogenannten Mechthildesbrunnen, der laut Beschreibung da steht, wo die heilige Mechthild aufgewachsen ist und aus dem sie wohl auch schon öfter getrunken hat. In ihrer Kindheit ist die Heilige hier auch dargestellt auf dieser Stele. Und hier unten fließt das Wasser raus. Hier stehe ich wieder vor einer kleinen Kapelle. Und ich gehe da mal näher ran und schau mal, was da drin ist. Ein Altar mit einem Kruzifix. Nach der Kapelle führt der Weg jetzt weiter Richtung Berge. Sieht man im Hintergrund auch sehr schön. Die letzten Tage hat es wohl ziemlich geregnet. Die Wege sind ziemlich matschig und schlammig. Nichtsdestotrotz, aber wunderschön. Und ich laufe weiter auch den König-Ludwigs-Weg. Für Nicht-Kenner von Bayern, König Ludwig II., das war der König, der die vielen Schlösser gebaut hat. Und dann in Berg am Starnberger See ertrunken ist, was ich schon mal in einem früheren Video kurz angeschnitten habe. Man weiß nicht, war es ein Unfall, war es Mord. Aber jetzt laufe ich einfach weiter. Der nächste Wegweiser. Der Weg biegt nach rechts ab. Weiter auf dem Jakobs- oder König Ludwig. God save the King. Auch heute noch, nachdem er schon lange tot ist. Hier sieht man wieder eine schöne Weide mit einem kleinen Stall und einer Scheune. Und hinten am Waldrand ist Heu aufgestapelt, in Plastikfolien verpackt. Und im Hintergrund habe ich gerade ein Pferd wiehern hören. Ländlicher geht's nicht mehr. Vor mir sehe ich nun eine Bank mit einer Königskrone.
Im Englischen würde man das Royal Bank nennen. Und auf der Bank ist eingeschnitzt ein Weg von der Votivkapelle zum Hohen Peißenberg zum Schloss Neuschwanstein. Neuschwanstein dürfte eben König Ludwig Fan ein Begriff sein. Da hinten am Waldeingang ist ein Holzkreuz, ein Marterl, wie man es in Bayern so schön nennt. Und ich darf jetzt aber leider auf der asphaltierten Straße hier weiterlaufen, Richtung Berge. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Hinten am Himmel sehe ich römische Zahlen. 1XVX. Das ist interessant. 9VX5 und nochmal 10. Hier auf der Weide stehen ein paar Pferde. Da vor mir ist ein Fohlen. Schon ein bisschen älter. Ein Stamm. Ihr wisst, warum Pferde Pferde heißen. Weil sie mit den Füßen auf der Erde stehen. Wenn sie in der Luft fliegen würden, da würden sie Pfluftel heißen. Das ist ein Witz, den ich vom Friedel Fiesel geklaut habe. So schön die Landschaft auch ist, es wurde wohl frisch geodelt. Und es stinkt ein wenig. Ich bin ja auf dem Land aufgewachsen, aber an den Geruch habe ich mich immer noch nicht gewöhnt. Und rechts geht's weiter. Eine Scheune mit landwirtschaftlichem Gerät und ein paar aufgerollten Strohballen. Also in meiner Kindheit waren die noch klein und viereckig. Und da geht's weiter. Tja, in jedem Pilgervideo taucht dann ja vielleicht auch mal irgendwann eine Raupe auf. Ja, die kommt jetzt auf mich zu. Baum oder sowas. Die schätzen per Arm sehen. So, nachdem ich Kritiken empfangen habe, dass man sich in den Videos immer nicht sieht, sondern nur den blöden Weg, tue ich jetzt mal mich selber wieder filmen. Ja, gerade laufe ich an dem Bach vorbei, vielleicht werde ich das rauschen. Na gut, wir wollen es auch nicht übertreiben. Hinten bei dem kleinen Häuschen sieht man Bienenstöcke. Allerdings sind die um diese Jahreszeit schon verlassen. Der Imker hat die Bienenbevölkerung schon eingesammelt und zum Überwintern mit sich genommen. Da geht's weiter. So, ich laufe jetzt hier in Richtung Wessobrunn durch den Wald. Außer mir ist keine Menschenseele unterwegs. Es ist relativ ruhig, wenn man sich ab und zu mal einen Traktor hört. Und es ist sehr schön. Stämme vermodern im Wald. Die sind schon mit Pilzen und Moos überwachsen. Da hinten geht's weiter. Am Weg steht ein Jägerstand, von dem aus
den Jäger dem Wild auflauern und dann ab und zu mal was schießen. Ich habe gerade festgestellt, dass ich mich laut Komoot etwas off-track befinde, obwohl der Wegweiser hier den Weg entlang führt. Aber es macht nichts, ich weiß schon wieder, wie ich auf den richtigen Weg zurückfinde. So, jetzt bin ich wieder on track. Und er sagt mir, dass noch bis Westergrund noch 6 Kilometer sind. Dann schauen wir mal. Da geht's weiter. Also keine 20 Meter weiter steht jetzt dieser Wegweiser, der mir sagt, nach Westerbrunn sind es noch 5,3 Kilometer. Hey cool, 700 Meter in 10 Sekunden. Aber ich freue mich und es geht weiter. Jetzt geht's den Berg hinauf. So, liebe Freunde, es ist interessant. Sieht so aus, als wären wir jetzt gerade auf dem Camino Frances in Spanien. Und das ist ein Kilometerstein. Da steht allerdings nicht drauf, wie weit es nach Santiago ist. Aber hier auf der Bank wird Werbung gemacht für Uschis Herberge, also die Pilgerherberge von Uschi. Das werde ich jetzt leider nicht nutzen können, weil ich ja immer nur Tagespilger bin, aber ich finde das sehr witzig. Also Leute, wenn ihr mal hier übernachten wollt und so, dann ist schon mal ein Tipp, wo ihr hin könnt. So, und ich gehe jetzt weiter Richtung Wesserbrunn. Noch 2,5 Kilometer. Bavarian Hightech Solarpanel mit Akku, glaube ich, drunter, um den Elektrozaun für die Viecher zu elektrifizieren. Und oben auf der Weide grasen eine Herde Schafe. Auf der Wiese vor mir liegen einige Kühe und keuen wieder. Und ich hoffe jetzt mal, dass ich bald in Wesserbrunn bin, damit ich auch was zwischen die Kiemen bekomme. Ah, aber das sieht, da hinten sieht es schon gut aus. Da gibt es Häuser. Ich bin optimistisch. Also ich mache jetzt kurz eine kleine Panoramapause. Von hier aus sieht man gigantisch auf die Alpen. Relativ ungehindert. Also das ist schon gigantisch. Sehr schön, Panorama. Und da vorne schaut es aus nach Essen. Also Uschi ist hartnäckig. Also hier gibt es einen Wegweiser, Santiago, 2605 Kilometer und dann noch die Wegweisung zu Uschis Herberge. Also Leute, ihr wisst, wo ihr hin könnt. So, jetzt ist es fast geschafft. Kloster Wesserbrunn, 1 Kilometer. So Leute, es ist geschafft. Ich bin jetzt hier im Tassilo-Weg und wir sehen vor uns das Ortsschild von Wesserbrunn. So, da, jetzt haben wir das Ziel erreicht, Kasthof zur Post. Ich hoffe mal, dass ich hier auch einen Platz kriege. Den Seinen gibt es daher im Schlafe. Also hier ist ein Efeubusch, wo sehr viele Websen sind. Und die Leute vor mir sind jetzt von dem Tisch geflüchtet und ich habe jetzt einen Tisch für mich ganz alleine bekommen. Ja, und wie könnte es anders sein, gibt es auch heute wieder ein alkoholfreies Pilgerweißbier. Hier befinde ich mich auf dem Gelände des Klosters Wesserbrunn und das dürfte der sogenannte Römerturm sein, vermute ich jetzt mal. Und da drüben ist hier die Klosterkirche. Da werde ich mal einen Blick hineinwerfen und schauen, ob man da auch einen Stempel kriegt. Hier bin ich in der Kirche und das hier dürfte der Johannes der Täufer sein von dem Outfit her. Schwenke mal nach hinten. Gehen wir ein bisschen durch die Kirche.
der Kirche gibt es auch einen Stempel für meinen Jakobspilgerausweis. Jetzt verlasse ich Wessobrunn und gehe weiter Richtung Hohenpeißenberg. Geht es hier durch den Wald. Es werden jetzt so 15 Kilometer angezeigt. So, jetzt habe ich schon einen Teil der zweiten Hälfte hinter mir und fahre jetzt dann gleich oder komme jetzt gleich nach Forst. Ich befinde jetzt mich in der Kirche St. Leonhard im Forst und mache mir einen kleinen Abstecher vom Jakobsweg auch. So, nachdem ich jetzt eine Zeit lang hier Landstraße gelaufen bin, am Rand entlang, ohne großen Abstand zu Autos, geht es jetzt hier über den Weg hier wieder weiter übers Land, Gott sei Dank. So, jetzt mal wieder Zeit für eine schöne Panoramaaufnahme. Nachdem ich jetzt gefühlte einige Kilometer einen schnurgeraden Weg gelaufen bin, immerhin wieder im Wald, Schotterweg, komme ich jetzt zur letzten Abzweigung, wo es dann Richtung Hohenpeißenberg geht. Hurra! So, das Ende ist in Sicht. Ich sehe schon den Hohenpeißenberg mit dem Observatorium, dem meteorologischen und der Kirche. Tja, nachdem ich jetzt doch relativ lange gebraucht habe und der Bahnhof jetzt sich gerade ein Schild, dass der auch noch 3 Kilometer weit weg ist, werde ich jetzt hier meinen Trip heute abbrechen und zum Bahnhof laufen, um dann, damit ich dann wieder nach diesem zurückfahren kann mit dem Zug, damit ich nicht ganz so spät nach Hause komme. Jo, aber da oben ist der Hohenpeißenberg. Das werde ich dann bei meiner nächsten Etappe, werde ich dann von dort aus dann starten. Okay, also dann, bis später.